können mit dem reden? Was? Das Spiel hat 6 Enden? Ich glaube, das wird richtig mies. Was geht und willkommen zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Heute mit Dark Taxi. Ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich denke, um einen Taxi, der uns nicht dorthin fährt, wo er eigentlich soll. Okay, ich drücke mal auf Play und dann schauen wir, was uns hier erwartet. Okay, jetzt sollte ich ein Taxi rufen. Was ist das hier? Missing. Oh, okay. Sanitosia, 1,50 groß, 8 Jahre alt, wird vermisst. Sehr tragisch. Da würde ich mich aber auch schon wundern, warum ist hier ein Messer? Können wir das aufnehmen? So zur Sicherheit. Leider nicht. Das ist nicht unser Taxi. Wir können uns auch nicht weiter bewegen. Also wir müssen hier in diesem Bereich bleiben. Sitzen können wir auch nicht. Müsste eigentlich gleich unser Taxi kommen. Ich möchte das Messer nehmen, so zur Selbstverteidigung. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wir können mit dem reden? Seltsame Kreatur. Hallo, seltsamer. Was tust du hier zu dieser Zeit draußen? Ich warte auf mein Taxi. Du gehst nach Norden, oder? Ja. Seltsame Dinge passieren auf dem Weg dorthin. Okay, mega creepy. Okay, haben wir das jetzt nur geträumt oder ist das wirklich passiert? Ich habe keine Ahnung. So, wann kommt unser Taxi? Ja, auch Kreaturen joggen einfach mal nachts draußen. Jawohl, da hinten ist unser Taxi. Sehr gut. Boah, alter Schwede. So, endlich. Das Taxi ist angekommen. Können wir hier auch einsteigen? Okay. 20 Minuten später. Waren das Schweine oder was? Oh ja. Wildschweine oder sowas. Okay, dann, aber wir sind zu Hause angekommen, ne? Dankeschön. Wir sind da. Hä? Das Spiel hat sich geschlossen. Das war schon, du hast. Was? Ja, das war Dark Taxi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, ich werde in diesem Video noch ein weiteres Spiel reinklatschen. Also, bis gleich. So, willkommen zu Game Nummer 2, Feed Your Cat. Ich dachte mir, das erste Spiel war so, ja, schlecht. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Es war nicht gut. Und dann machen wir aus diesem Video einfach ein 2 Shit-Horror-Spiele. Ne? Und dann habe ich mir jetzt einfach mal dieses Spiel hier rausgesucht, Feed Your Cat. Wir sehen schon hier so eine übermäßig große Katze. Das kann nur gut werden. Ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Play. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wahrscheinlich um unsere Katze zu füttern. Ich habe jetzt schon Bammel vor das, was kommen wird. Ich glaube, das wird richtig mies. Ja, vor allem schon allein dieses Bild hier. Was soll das? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist eine Tür. Ah, ja. Klar, ohne Griff, ohne irgendwelche, ohne Schloss. Ja, klar. Herbs and Spice. Das ist das Futter für die Katze. Das nehmen wir gleich mit. Alter, wer hat dieses Spiel designt? Das ist doch... Okay, wir sollen unsere Katze füttern. Hier ist ein Schloss, da müssen wir mal...
It's locked. It's locked. Weißt du, statt einfach einen Text zu schreiben, locked oder so, ja, muss das hier sein. It's locked. Ja, muss dieser Voice-Over reingespielt werden. Dieser richtig random. Oh, ich hab das Essen weggeschmissen. I use this to throw away stuff I don't need. I'm not that good at cooking. Maybe I could find some instructions. Ich hab ein bisschen Angst. Alter, die Herdplatte, die ist einfach nur eingezeichnet. Das ist doch nicht ernst gemeint. Alter Schwede, wo ist unsere Katze? Ist sie draußen, oder? Oh Mann. Aber ich wollte es. Ja, ich hab's extra ausgesucht, dieses Spiel. Ich dachte, komm, so schlecht kann es nicht sein. Ja, es hat eigentlich relativ gute Bewertungen. Es ist ganz oben in der Top, bei den Top Games von itch.io. This rock has been here since forever. This is my cat. I should probably feed it. Gut, dann suchen wir mal was zu essen für unsere liebe Katze. Just an old room. It's barrikadiert. Gut, wir gehen mal hier rein. Cat Food. Ach so, das ist A. Was ist das hier? Okay. Können wir das hier ablegen? Nee, also das ist das Cat Food. Können wir das hier schon irgendwie für unsere Katze geben? Was? Das Spiel hat 6 Enden? You fed the cat, you get to live another day, but is there more to... Gut, dann schauen wir uns mal die anderen Enden an. 1 von 6 haben wir, das gute Ende. Wir nehmen mal Herbs and Spice. Mal gucken, vielleicht können wir damit auch die Katze füttern. Okay, damit können wir nichts machen. Müssen wir vielleicht... das zusammenmischen? Hier in so einer Schüssel? Tatsächlich? I'm not that good at cooking. Maybe I could find some instructions. Vielleicht können wir das mit diesem Zeug jetzt zusammenmischen. I'm not that good at cooking. Nee. Maybe I okay, dann machen wir das mal weg. Dann holen wir uns mal den Hammer und gehen zum anderen Raum. 6 Enden. Wer macht denn 6 Enden bei so einem Spiel? So, wir haben Hammer. Ich komme aus der Badewanne nicht mehr raus. Neustart. Okay. Gut, dass Escape einfach mal das komplette Spiel schließt. Wir machen weiter. Wir geben nicht auf. Wir gehen diesmal nicht in die Badewanne rein. So. Just an old room. It's been locked ever since the sale incident. Just an old room. Hey, komm mal. It's been locked ever since the sale incident. Oder können wir das hier aufschlagen? It's locked. Können wir vielleicht den hier kaputt schlagen? Aha! So, einmal aufnehmen bitte. Oh ja. Er sieht aber auch aus, als ob der mich die ganze Zeit anguckt, diese eklige Katze. Okay, also das ist auch keine Musik und sowas hier, das ist ja Wahnsinn. So, wir haben hier einmal Karotten und was ist das? 30 Lettuce. Okay, 30 Lettuce. Müssen wir hier die Katze damit füttern? Wir versuchen es einfach mal. Das wird wahrscheinlich ein weiteres Ende sein. Oh! Okay.
Ich tue es mir an, ich tue es mir an. Ich möchte alle enden. Ich möchte alle enden. Okay, wir holen uns den Hammer. Mit dem Lettuce, was ist denn hier das für ein Schild? Kann man dieses Schild auch aufnehmen? Das schmeißen wir mal, oder wir packen das mal in diese Bowl. Können wir diese Bowl zusammen mixen mit allen Sachen? Wir holen mal die anderen Sachen alle und mixen die mal alle in der Bowl zusammen. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie machen muss, sollte. I'm not that good at cooking. Maybe I could find some instructions. Very strong poison. Probably kann ich auch nicht nutzen. Hier war ja, glaube ich, noch was. Herbs. Aber wie zum Teufel komme ich da durch? Okay, das konnten wir hier. Not that good at cooking. Aber das ist noch nicht fertig anscheinend. Some instructions. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hier waren wir ja noch nicht. Aha, okay. Epic Cat Food Recipe. 3D-Lettuce, Spices haben wir, Sus Juice und Poison Cat Food. Was ist das hier alles? Don't Drink, das ist das Sus... Scheiß. Das ist das Sus Juice. Und jetzt brauchen wir noch Poison Cat Food. Wo finden wir Poison Cat Food? Don't drink. Eat to drink. Das wird wahrscheinlich auch ein Ende sein. Aber machen wir erstmal nicht. So, wir brauchen nur noch eine Sache. Just handle room. So, ich mach mal noch einen Durchgang. Ich glaube, man kann nämlich das Essen hier auch mit den, mit diesem Gift hier mischen. Very strong poison. Probably shouldn't be mixed with cat food. Mit Cat Food können wir das mixen, okay. Wahrscheinlich mit dem hier. Wenn wir dann alles zusammen mixen. I'm not that good at cooking. Ah, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Das ist jetzt das Poison Cat Food. Dann müssen wir jetzt noch einmal. Okay, wir holen mal einmal schnell mal den Hammer. So, einmal schnell eine Schüssel holen für den Salat. Zack, den hier einmal rein. Und dann holen wir uns einmal das Gift und dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Wir können das auch trinken. Ich vermute, das ist auch ein Ende, wenn wir das trinken und dann selber sterben. Aber das machen wir dann mal wann anders, weil wir jetzt schon alles zusammengemixt haben. Aha, das ist super Cat Food. Sehr schön. Das geben wir mal unserer Katze. Das wird doch das Beste sein. Das ist das gute Ende. Deine Katze braucht nie wieder mehr Futter. Ja, das Futter, was ich ihr gegeben habe, war so gut, dass sie jetzt ein freies Leben... Okay, das ist Ende 5 von 6. Das war das gute Ende. Wir haben das schlechte Ende. Nee, wir haben das gute Ende. Wir haben das neutrale Ende. Und ein What-Ende. So ein ganz cringes Ende. Würde ich sagen, wir können ja theoretisch auch das Catfood nur vergiften und dann geben. Geht das? Ja, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen das Gift. Ach nee, das Gift, das ist ja das Gift. Was, wenn wir das jetzt trinken? Machen wir mal im Morgen erst Musik. Was? Okay, das ist das Sus-Ending. Sehr gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, vier, ne? Vier Enden haben wir jetzt. Das heißt, zwei Enden fehlen uns noch. Ich brauche einmal das Cat Food. Und können das einmal vergiften. Und dann können wir das auch einmal der Katze geben. Mal gucken, wie das jetzt schmeckt. Vorhin war das ja neutral, nur mit dem Katzenfutter. Und mit dem Gift. Ist das schlechte Ende. Ja, ich habe das Essen vergiftet und habe meine Katze gekillt. Was für ein schrecklicher Mensch ich doch bin. Ich sollte mich schämen. Ja, und dann haben wir nur noch ein einziges Ende. Die Frage ist, wie kriegen wir das einzige Ende raus? Oh, das ist neu. Das ist neu. Wir brauchen hier einen Code, okay? Oh, das letzte Ende ist also
Gibt's hier irgendwie was Neues? Hammer, nein. Okay. Auti mal Wurzel n plus Wurzel weg. Machen wir ein gleicher Zeichen. Und dann können das ja entsprechend ausrechnen, ist dann 1/2. Also das Wichtigste hier, ein bisschen Spielerei. Wie gesagt, ein paar Übungsbeispiele und ihr werdet es dann demnächst am Anfang direkt erkennen. Was? Können wir damit was anfangen? Ist das ein Rätsel? 1, 0. Hä? Aber hier gibt es gar keine 0. Wo sind hier die 0? OT mal MZG. Was heißt das? Ah, okay. Vielleicht 2. 1 plus 1, dann 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1. Nee, auch nicht. Okay, das verstehe ich nicht. Das muss ich mir anschauen. Keine Ahnung. Ich schaue mir das mal kurz an. So, willkommen zurück. Ich musste das Ganze googeln. Das ist so komplex gewesen. Musste das, glaube ich, mit einem Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt man hier, kann man mit, ich glaube, 92318 ist der Code gewesen. 92318. Und dann öffnet sich hier die Schublade und hier gibt es irgendeinen Ball, keine Ahnung. Ich nehme das mal auf. Ich muss das hier wahrscheinlich erstmal wegschmeißen. Sehr, sehr weird auf jeden Fall. Ah, mit meinem Hammer. Okay, das müssen wir aufschlagen. Okay. Manchmal muss man auch zuhören, was der Kollege sagt. Also, das Spiel ist wirklich komisch und das letzte Ende ist sowas von weird. Thors Hammer. Das können wir jetzt bestimmt aufschlagen, ne? Jawohl. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Ach du Scheiße, das Spiel, ey. Vor allem, man spielt es auch durch. Man macht auch alle Enden, ne? Oh, wir sind schon. Was? Hm? Oh, unser Freund vom Poster. Wir haben noch ein Poster von dem in unserem Schlafzimmer. Ach, Mann. Oh, hey. I've been locked in this room for 11 years. Wait, you aren't the one who locked me in here, are you? Well, that doesn't matter now. What matters is killing your cat, who is secretly in that poison you gave them earlier didn't actually work. It was just a mind game. I'm too old for this, but you still have time. Here, have this fork. Use it to kill the cat and free the universe once and for all. Goodbye, player. Wir sollen unsere Katze mit der Gabel töten, weil wir sonst gefangen sind auf ewig, um unsere Katze zu füttern. Dann würde ich sagen, gib ihn. You just made a very big mistake. Alter, das ist so. So I guess this is it. I always knew that Seal would try to kill me one day and ruin my whole plan. That room should never have been unlocked. Guess I have to go now. Are you happy with what you did? I hope not. Just know that this is not the end. Goodbye, I'll be seeing you. Wir haben alle 6 Enden durch. Ich kann es kaum fassen. Wir haben es tatsächlich gemeistert. Good job, du hast die Katze getötet und das Universum befreit. Ja.
Ich bin durch. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.